Haus in irgendwie blau und oberhalb weiß. Sah geil aus. Bäm! Und wenn wir hier schon sind, kicken wir uns das mal kurz an. Weil sowas sieht man auch nicht so oft. Wow, Alter, die Farbe, die knallt ja nun mal richtig. Könnt ihr das sehen irgendwie? Alpine. Jammer. Der ist auch ziemlich geil. Ja, man sieht es durch die Scheibe jetzt nicht ganz so gut. Boah, Alter. Yeah. Ist der geil. Ho, ho, ho. Aber der grüne gefällt mir noch ein bisschen besser. Die Farbe ist richtig, das ist so metallic. Ja, das ist metallic-grün. Wow. Hammer. Hammer, geil. Mal gucken wir mal, ob wir das hier besser raufkriegen. Boah, hier, das ist der Preis. 88.000. Aber geil, kick dich mal an. Wow. Sieht schon geil aus. Also Alpine. Boah, da hinten ist noch einer in Orange und noch einer in Blau. Fett, Alter. Haben dieselben Spoiler aber und alles. Frontlippe, meine ich. Wow, kick dich mal das an. Ist das geil. Die Farbe ist echt der Hammer. Schade, dass das so spiegelt. Ja, geiles Teil hier, Mann. Wow. Auch diese Bremsbacken, Alter. Ich krieg die Krise, Junge. Alpine. Yeah, kurz mal aufgenommen in die Galerie. Juhu. Bing. Mal kurz den blauen nochmal aufgenommen. Wow, Alter. Geil. Ho. Mega geil. Checken wir uns hier nochmal rein. Renault, Alter. Guck dir mal die geilen Felgen an. Gibt's da ja nicht. Hoho. Das ist Zukunft. Wow. Ein fettes Teil. Renault E-Tech. 100% elektrisch. Ja, das ist doch völlig geil. Dann hätten wir auch mal ein bisschen mehr Ruhe in den Straßen. Hier ist noch ein Duster. Sieht auch ziemlich cool aus eigentlich. Fetter SUV, glaube ich, ne? Nennt man sowas. Aber diese Felgen sind geilst, Alter. Bam. Daumen hoch, Alter. Hammer. Fallen mir auch besser als bei ihm, die Felgen. Die sind, geht so. Alter, sind die anderen schon viel geiler. Ja, krasse Teil, Renault-Haus hier, wow. Ich zieh weiter, wa? Juhu. Bevor wir das aber machen, gucken wir noch mal vorne. Geil. So sieht der von vorne aus. Schon fett, ey. Geile Karre. Juhu. So, letzter Teddy für heute. Und mal schauen, ob die auch so viel neue gekriegt haben wie die anderen. Oder ob die Janisch gekriegt haben. Moin jetzt. Oh, das sieht hier mau aus. Das ist das hier ernst? Das ist das Einzige, was die haben hier? Alter, na gut, dann habe ich jetzt gleich Feierabend. Beziehungsweise kann nach Hause und Tennis geben. Weil das hier ist ja Janisch, Alter. Und hier ist zwar das neueste Ding bei. Was? Das ist sehr, sehr eigenartig. Oder hier haben sie schon wieder hier wütet. Das kann sein, dass sie hier schon wieder alles leer gekauft haben. Das ist ja krass, wa? Bisschen heavy, Alter. Liebe Freunde, das ist meine Ausbeute und leider, was für ein kranker Zufall auch, habe ich das nicht aufgenommen, was ich jetzt euch gleich zeige. Und zwar, bäm, Alter. Ich hab einen super gefunden. Ihr lieben Freunde, ich hab das aufgenommen. Ich glaube, die letzte Szene war in dem Laden, wo ich den ersten Botten da gesehen habe und noch gesagt habe, ja, was sind das hier und so. Und dann bin ich um die Ecke gegangen, hab die Kamera natürlich ausgehabt und an der Ecke war dann, also im Gang praktisch, war nochmal voll ein dickes Regal mit zwei, weiß ich nicht, gefühlten Kisten aufgefüllt. Und das Krasse war, der lag oben echt so irgendwie drauf, fast, ja, also fast so. Und ich habe nur so rüber gefilmt und hab das aufgenommen, ja. Aber irgendwie hat die Kamera das nicht mehr gepackt, weil, ja, das Akku da irgendwie leer war denn, oder beziehungsweise die Speicherkarte. Ich könnte mich voll in den Arsch beißen, ich könnte mich voll ärgern, weil das war so eine geile Reaktion, die ich da hatte. Das hättet ihr da sehen müssen, ey. Schade, das dämmt ein bisschen die Freude in die Karre. Aber ey, ich habe endlich mal einen super Treasure Hunt gefunden. Ich fasse jetzt noch nicht. Es ist echt krass. Und
Es ist jetzt nicht der geilste, muss ich mal sagen, aber es ist einer. Und wenn man jetzt mal auf jeden Fall das Gegenstück sich anguckt, sieht der schon viel geiler aus. Ja, weil der da oben ist in Blau und der hier unten hat so ein krasses Türkis Grün und überhaupt auch diese Räder, guck dir mal dieses Hinterrad an hier, völlig so ein großes Teil irgendwie, im Gegensatz zu diesem Scheiß da. Dagegen sieht das echt, kannst du kleine Tonne schmeißen, ey. Das ist echt krass, ihr lieben Freunde. Ey, ihr hättet mich, ich könnte mich beißen, ehrlich. Hätte ich mal nicht so viel aufgenommen mit den ganzen Autos, die ich da gefilmt habe. Der Witz ist, ich habe auch noch im Laden denn ein Video nochmal gelöscht von einem Alpine, der draußen stand, den hatte ich auch nochmal aufgenommen. Habt ihr gelöscht in der Hoffnung, dass ich das nochmal, sagen wir mal, so ein bisschen im Laden nochmal zeigen kann. Aber irgendwie hat die Kamera auch gesagt, nee, kein Speicherplatz mehr. Ja, also da könnte ich mich echt ärgern. Aber ja, wie gesagt, ich habe endlich einen gefunden. Das ist das Krasse. Und das Krasse ist, ich hatte irgendwie nur so 10 Euro mit oder so, oder 12. Weil ich auch dachte, ich brauche ja nur diesen, ne, und den gelben. Nach den beiden war ich auf der Jagd. Und ich habe euch ja gezeigt, ich habe so viele Kisten durchgesucht. Also du kannst eigentlich sagen, gefühlt, warte mal, da in dem einen Laden 8. Denn da 2, also 10 Kisten schon mal. Dann war ich bei Woolworth. Da war nichts. Ich war in 2 Woolworths, da war nichts. Und dann, ja gut, nee, mehr war das eigentlich nicht. Und dann, klar, in dem Laden hier auch nochmal 3 Kisten. Also kannst du sagen, 13 riesen Bottiche durchgeforstet. Und hier habe ich eben auch nochmal voll alles abgesucht, in der Hoffnung, dass da noch irgendwo irgendwas ist. War aber nicht. Es war der einzige, ich sag mal, von, tja, wie viele Autos werden da gewesen sein? 500 oder 1000 Autos? Ich weiß es nicht genau. Was hier auf jeden Fall ganz geil ist, guck mal, der hatte hier oben so schön leicht pinkig oder so. Und bei ihm ist das voll orange eben. Also das ist schon ein krasser Unterschied. Ja, und wie gesagt, den anderen Super habe ich nicht gefunden. Wobei ich ja jetzt wirklich jahrelang hier auf der Suche immer bin. Das ist jetzt gefühlt nach, ich weiß nicht, 5 Jahren oder 10 Jahren mal wieder, endlich mal in freier Wildbahn ein Super Treasure Hunt. Und der Witz ist, ihr lieben Freunde, das wollte ich ja gerade erzählen. Er hat 1,50 Euro gekostet. Und der andere Witz ist dabei, wie gesagt, ihr merkt, ich bin voll euphorisch. Ich hatte wenig Kohle bei und den habe ich mit der Karte dann bezahlt. Ja, und ja, 1,50 mit Karte bezahlt ist nicht so mein Ding, aber die meinten auf jeden Fall, das geht. Wenn nicht, hätte ich gesagt, ey, legen Sie den zurück, ich gehe zur Sparkasse, ist mir egal, ich werde zur Sparkasse fahren. 100 Kilometer weiter, gefühlt, ja. Also, weil das ist echt krass, dass ich mal endlich Glück habe, nach meinen ganzen übelsten Suchaktionen immer, dass man so ein Ding endlich auch mal findet. Was hier krass ist, guck mal, vorne sind zwar die Lampen, ja. Das hat der aber auch, ne? Ja, der hat auch die Lampen vorne. Aber hinten hat er keine Lampen. Was ist das? What is this? Das ist ein super Treasure Hunt, wisst ihr? Die Dinger, die hier übelst teuer gehandelt werden, bloß weil diese Gummiräder dran sind. Und was mir hier mal so auffällt, dieser Lack, der hier so drüber ist, also das ist eigentlich, ist das ein Samec-Modell, kannst du sagen. Also einfach Aluminium und dann ist eine ganz dünne Schicht, vielleicht sogar nur einmal drüber, mit so einem, ja, wie nennt man es, transparent, keine Ahnung, so ganz dünn auf jeden Fall. Du siehst, darunter schimmert das Aluminium durch. Also das ist eigentlich ein Samec-K, so wie ich das immer mache. Und dann, ich weiß nicht, ob es bei jedem Auto so ist, ich glaube nicht. Ja. So, aber ihr seht, das sind schon wieder 6 Minuten, die ich jetzt hier quatsche. Der hier, den habe ich ja neulich schon geholt. Das war jetzt nur mal zum Vergleich. Ich habe einen super Treasure gefunden. Ich fasse es nie, ey. Ist das geil. Abgefahren, Alter. Komisch ist, dass hier nur Treasure Hunt steht. Eigentlich müsste doch dann S noch davor. Für Super Treasure Hunt. Das finde ich ein bisschen eigenartig.
ist aber die goldene Flamme. Man sieht es ja auch, man, man sieht es auch da an der Struktur von dem Reifen. Seht ihr das? Hat Profil drauf. Hinten zwar nicht, das sieht auch ein bisschen aus wie Plaste, aber es ist auf jeden Fall Gummi. Tja, was man nicht alles in Kauf nimmt für diese Gummiräder und diese Karre. Und überlegt mal, ich habe jetzt hier jahrelang gesucht und gehuntet wie ein Bekloppter. Und endlich mal einen wieder gefunden. So, jetzt aber dazu, das habe ich aber im Laden, glaube ich, gezeigt. Ich habe mir den hier dreimal geholt, um den einmal umzubauen natürlich. Der hier ist ein bisschen schlechter. Da ist es ein bisschen so weg. Also werde ich wahrscheinlich den auspacken und umbauen. Eigentlich hätte das auch zweimal gereicht. Habe ich aber auch in dem Laden, ich glaube, 10-mal gefunden mindestens. Denn den Audi und den... Nee, wobei der BMW, der war nur einmal da auf meiner ganzen Jagd. Was auch krass ist oder hat mir zeigt, dass viele den BMW gehuntet haben. Und aber den Audi gab es voll oft. Dann habe ich diesen eben nochmal geholt. Den hatte ich ja neulich schon mit diesem Aufkleber. Und das Ding ist jetzt eine schöne, richtig gute Quali. Denn hier den braucht man ja nicht nochmal zeigen. Den hatte ich liegen gelassen. Oder hat mir ihn rausgenommen. Oder ich weiß nicht, was da war. Schöne Teil eigentlich. Echt cool. Den Farben. Die Speichen und so. Geil. Ja, und den habe ich mir dann auch nochmal geholt. Um ihn einfach, ja, einen Räderwechsel zu machen. Mit weißen Real Riders oder so. Hier habe ich gar nicht drauf geachtet, ob das gerade ist. Ist es aber. Habe ich Glück gehabt. Ich habe hier nur vorne geguckt, ob das alles in Ordnung ist. Weil da gab es einige Modelle, da waren diese schwarze Carbon nicht ganz so, ja, schön gemacht. Also hier ist es komplett gut. Und ja, super. Oh. Wie gesagt, das Ding können wir nochmal kurz näher zeigen. Kennen jetzt aber auch schon die meisten. Da ist die Flamme in Silber. Das ist praktisch der. Das ist auch eigentlich voll cool. Ich habe jetzt beide Teile hier. Einmal diesen normalen Treasure Hunt und hier eben den Super. Super sind, wie gesagt, immer die mit Gummirädern. Und aber der ist auch ziemlich geil. Einfach mit diesem karierten Muster. Das ist voll krass, ey. Die Farbe finde ich auch cool. Ist zwar, wie gesagt, so eine Fantasy-Karre. Wird von einem Chevy abgeleitet sein, aber heißt halt auch Purple Passion. Keine Ahnung. Kann man bei der Hot Wheels Wikipedia gucken. Da steht meistens da, was das für ein Ausgangs- oder was für woher der so abgeguckt wurde. Ich schätze mal, soll ein Chevy sein. Oder sowas. Juti, bitte dazu. Auf jeden Fall, was eben das Krasseste war, dass das Akku oder die Speicherkarte denn leer war. Das ist echt schade. Mann, ihr hättet meine Reaktion sehen müssen, ehrlich. Alter, ich bin da halb ausgeflippt. Ich habe fast geschrien hier, lieben Freunde. Ja, wirklich. Das war voll krass. Weil wenn du so ein Ding mal findest, Alter, und dass es da ausgerechnet aussieht, also, ja. Judy, soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir machen den hier auf jeden Fall. Ach nee, das war schon ganz gut so. Wir machen das mal so. Für die Optik. Auf jeden Fall krass, ey. Und ich habe aber auch richtig Rücken heute, Alter. Weil ich habe echt, ich weiß nicht, 3-4 Stunden nach Autos gesucht, ja. Echt crazy, du. Aber es hat sich gelohnt, alleine für das Ding. Jetzt macht er hier wieder Faxen. Batterie fast leer. Ah, siehst du? Ja, ich habe, wie gesagt, jetzt auch eben nur gerade alles rübergezogen auf dem PC sozusagen. Um das euch nochmal, ja, damit das in dem Video auch noch vorkommt. Und ja, wünsche euch viel Spaß auf jeden Fall bei eurer Jagd. Viel Glück, dass ihr sowas findet. Super Treasure zu finden ist echt wirklich geil. Für den Preis vor allen Dingen 1,50, Alter. Boah. Hammer. Judy, reinhauen. Bleibt gesund, viel Spaß und grüße ihn rüber. Viel Spaß beim Video. Peace. I'm out.
Ja, bevor wir mal Peace Buyout sagen, habe ich ganz vergessen, weil das wenn viele vielleicht wieder fragen, zeig doch mal unten. Ja, guck mal, hier unten ist nichts mit Metall oder so, wie bei den Premium Cars. Nee, es ist einfach nur Plaste. Hallo. Oh, ey, dieses Touchpad. Ich glaube, das ist kaputt hier. Volvo P1008 Gesser. Das ist doch alles Plaste. Und ich wette, das ist dasselbe wie das hier unten. Das ist genau dasselbe. Also hier hätte ich jetzt wenigstens gedacht, dass das Metall ist. Aber ne. Und dafür verlangen denn manche Leute so viel Geld? Also ehrlich, du. Schande. Naja. So ist die Marktwirtschaft, wa? Also jetzt aber. Rinja und schon gesagt. Peace, I'm out. Bye, bye.